Aber gibt es Tage, wo du auch genug hast von dir? Vom Haus? Ja, dann hocke ich hier in die Villa rein und trinke zwei Appenzeller oder ein Whisky, sage ich, bin der Beste. Okay. Du musst dich selber rühmen. Wenn ich niemand rühme, selber rühme. Dann sagst du, einfach aus, ich sehe gut aus. Aber du kannst doch nicht von jemandem, wo du sagst, heute habe ich mal genug von mir, auf dich Sophie heißen. Natürlich, wie ich selber. Who cares? Ups, hallo. Das ist führen, ist klar. Ich würde mich schämen an seiner Stelle. Im Grund und Boden. Übergibst du mir dein Boot? Tatsächlich? Ja, ich lasse es mal haben. Hast du keine Schiss? Ich habe nie Angst. Who are you? Ich habe keine. Zeig, was du kannst. Jetzt müssen wir zuschauen und fertig. Ja. Ach, der gute alte Hausi gibt eine Tour durch sein Hausi. Und du ich hast überall so viele Kleider? Ja, viel, noch viel mehr. Ich kaufe dich immer rein, Ich verschenke viel, aber ich tue immer ein bisschen verschenken, aber ist einfach so. Ich finde es völlig daneben. Er ist einer der reichsten Männer der ganzen Schweiz. Und das finde ich jetzt vor allem in dieser Krisensituation extrem daneben. Ist einfach so. Und wieso eigentlich immer weisse Schuhe? Weil ich gut aussehe drin. Zeig dir deine Schuhe. Dann sagt er Charakter. Aber das gibt es doch immer so, die sagen, im Alter ist Rasenmähen etwas wirklich beruhigend. Ja, hören Sie auf, ich fahre Velo. Ich spiele gutes Golf, immer noch einstellig. Das ist Peanuts. Tele Basel hat den nächsten Insta-famen Ort der Schweiz entdeckt. Wir stehen jetzt hier auf dem Heidenbrückli und das Heidenbrückli ist schon eine erste echte Sensation hier an der Biers. Wunderbar. Freut mich sehr. Das Heidenbrückli hat spezielle Eigenschaften. Zum einen verbindet es die beiden Gemeinden Arlesheim und Rheinach. Und zum anderen, was speziell ist, wenn man hier anschaut, das Wasser ist hier noch ganz ruhig. Aber sobald es unter dem Heidenbrückli unten durchgeht, fährt die wilde Flussströmung an. Der arme Hausi hat ganz andere Probleme. Ich bin ein Mensch, der nicht Nein sagen kann. Das ist das Problem. Ich habe viele Sachen gemacht im Leben, die ich eigentlich Nein sagen kann. Zum Beispiel. Los, vorwärts! Kommando Leopard. Knallharte Söldner in tödlicher Mission. Kommando Leopard. Ja, es hat sich so ergeben. Es hat sich einfach so ergeben. Katastrophe. Es hat sich alles so ergeben. Ich weiß es auch nicht. So dann darf man sagen, ist scheiße. Gehen die Schweizer in den Sommerferien ins Ausland? Liebe bleibe in der Schweiz. Und gesund. Stimmt oder stimmt nicht? Auch bei Bachelorette Chanel und Bachelor Patrice lässt Hausi seinen Charme spielen. Kann es sein, dass du dumm bist oder sowas? Man kann nicht alles können. Man kann nicht gut aussehen und nicht will gut kochen können. Ich finde das nicht gut. Ich finde es völlig übertrieben. Wir sehen beide hinreisend aus. Ich habe das Gefühl, dass wir jetzt langsam aufhören mit dem ganzen Theater.